Markus, zweites Spiel, zweiter Sieg, wie war's? Ja, ich glaube, erste Halbzeit war engagiert. Die waren tief gestanden, haben gut verteidigt, aber wir haben es geschafft, den Riegel zu knacken. Hätten vielleicht noch mehr aufs zweite Tor zu spielen müssen. Und zweite Halbzeit war dann ja, ein bisschen zu wenig, da hätten wir noch mehr aufs zweite Tor spielen müssen. Deswegen haben wir es uns Leben selber nochmal schwer gemacht. Du sprichst gerade an, am Ende habt ihr das Leben nochmal schwer gemacht, waren nochmal ein paar Minuten zittern. Wie kann sowas passieren? Ja, durch Unkonzentriertheit. Ich meine, es ist warm, gut für den Gegner auch, aber vielleicht, weil die hatten dann eine gelb-rote Karte, dann waren wir noch unkonzentrierter und es darf uns einfach nicht mehr passieren. Und da müssen wir zusehen, dass wir es abstellen, weil gegen einen richtig guten Gegner kann es natürlich nochmal ganz eng werden. Marcel, erstmal eine ungewöhnliche Frage. Wie kann man das aushalten, bei der Hitze Fußball zu spielen? Ja, es war heute unglaublich. Ja, wir hatten eigentlich noch Glück, dass das Spiel eigentlich so spät stattgefunden hat. Aber ja, wegen des Regenfalls heute den ganzen Tag über hat man natürlich dann gemerkt, dass es sehr, sehr spül war. Bei jeder Bewegung hat man es gemerkt, dass es alles ein bisschen schwerer fällt. Aber letztendlich haben wir das Spiel 3-1 für uns entschieden. Von daher können wir damit zufrieden sein. Wie hast du das Spiel gesehen? Was war der ausschlaggebende Grund dafür, dass ihr gewonnen habt? Ja, ich denke, es war sehr, sehr wichtig, dass wir in der ersten Halbzeit noch das 1-0 gemacht haben, womit Ingolstadt dann gewisse Räume freigeben musste.